Hallo zusammen, ich habe auf Twitter schon mal nachgefragt, ob ihr auch Interesse an Filmen habt. Mal was anderes. Aus diesem Grund möchte ich euch heute meinen lieblingskoreanischen Film vorstellen. Es ist keine Komödie, es ist kein Tanzfilm, es ist eher The Chaser. Ein bretterharter Film. Ich habe ihn mir neben der DVD-Version neulich, als er bei iTunes in HD rausgekommen ist, sogar nochmal gekauft, weil er mir so gut gefallen hat. Und warum das Ganze so ist, worum es in dem Film überhaupt geht, das möchte ich euch mal erklären. Ein ehemaliger Polizist und Ermittler verdient seit 2 Jahren sein Geld, indem er Frauen zur Prostitution anbietet. Doch immer mehr seiner Mädchen wollen dieser Tätigkeit nicht mehr nachgehen oder sind plötzlich spurlos verschwunden. Ein Kunde möchte aber trotzdem eines für den Abend bestellen, und so muss die junge Mutter Mi Jin trotz Krankheit zur Arbeit erscheinen. Was sie und der ehemalige Polizist nicht wissen: Sie wird geradewegs zu einem Psychopathen geschickt, der auch für die Morde der verschwundenen Mädchen verantwortlich ist. Schnell kann er gefasst werden, doch die langsam verblutende Mijin ist noch irgendwo eingesperrt und die Uhr tickt. Der ehemalige Ermittler muss bei der Spurensuche gezwungenermaßen Mijins 7-jährige Tochter mitnehmen, da sie sonst keine Verwandten hat. Unser Serienkiller kommt aufgrund von mangelnder Beweise sehr schnell wieder auf freien Fuß. Wird er die eventuell noch lebende Mijin vor der Polizei finden? Ich mag diesen Film aus vielen Gründen. Unser Held, der scheinbar nur an Geld interessiert ist und kein Gewissen oder Warmherzigkeit kennt. Ein Serienkiller, der manchmal erschreckend menschlich in der einen Sekunde und komplett geisteskrank in der anderen wirkt. Enge Seitenstraßen, strömender Regen und ein derartiger Nervenkitzel, der einen gepaart mit der dichten Atmosphäre über eine Dauer von 120 Minuten regelrecht mitfiebern lässt. Ein kleines Kind, das beim gewissenlosen Ex-Cop mit auf Streife fährt, um die verschwundene Mutter zu finden, und ein erschreckend realistisches Szenario, das trotz dem Thema Prostitution nicht mit nackter Haut, sondern mit Hochspannung, unberechenbaren Wendungen und verdammt ergreifenden Charakterentwicklungen aufwartet. Der Film ist kompromisslos, blutig, aber nicht übertrieben. Und ein Katz-und-Maus-Spiel mit einem epischen Finale, das nicht packender inszeniert werden könnte. Solltet ihr mal an was anderem als auf Popcorn-Kino Interesse haben und auf alles gefasst sein, lege ich euch diesen Film besonders in der HD-Variante ans Herz. Ich habe ihn mir schon mehrmals gegeben und jedes Mal packt er mich. Meiner Meinung nach ganz großes Kino.